Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Wir sollen den Rucksack von Roth finden. Hüpf. Fackel? Brauchen wir im Moment eine Fackel? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, das bringt ja nichts. Mit den Dingern. Aber hier können wir halt mal hochklettern. Und dann dahin. Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Mhm. Gehörte das alles zu Yamatai? Man weiß es nicht, liebe Lara. Man weiß es nicht, aber wir können ja erkunden. Das ist doch schön. Das kommt alles später. Ich nehme mir noch ein paar Pfeile mit. Schön. Da ist noch Bergungszeug. Hallo Vogel. Und da oben. Ach, hier bräuchten wir jetzt eine Fackel. Geht sonst noch irgendwo weiter von hier aus? Okay, da, obwohl, warte mal, kannst du dich da festhalten? Nein. An sie leider nicht, aber hier das Flugzeug sieht doch ganz interessant aus. Können wir mal reinschauen. Ich glaube auch nicht, dass Wölfe so auf Flugzeuge stehen. Da haben wir noch ein verschlossenes Tor. Na gut. Was haben wir jetzt hier? Aua. Ich befürchte, da ist gerade was kaputt gegangen. Kann das sein? Und jetzt können wir hier drauf wieder zurückrennen. Oder halt weiter hochrennen. Na? So. Ja, das ist gut. Irgendwas quäkt doch hier noch. Das ist wahrscheinlich der Rucksack von Roth. Ein Quäkrucksack. Aha. Hinweise. Die Frage ist, worauf die hinweisen. Naja, wir gehen mal rein. Sollen wir ja auch. Tun wir doch ausnahmsweise mal, was uns gesagt wird. Feuer. Und wir schauen uns dann da drin mal um. Wolf. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Sehr schön, wir haben sogar noch einen Aufstieg gemacht. Das heißt, wir haben noch Zeug da. Da geht es erstmal nicht weiter, wie mir scheint. Da auch nicht. Und dass wir jetzt hier nicht durch irgendwelches Zeug laufen und die Fackel ausgeht. Wahrscheinlich waren so und so draußen. Naja, nicht ganz. E? F. Aha.
Wie gesagt, Quick Time Events. Und es ist halt echt nicht deutlich. Also ich glaube, mit Gamepad ist das doch etwas deutlicher zu sehen. Hier mit der Tastatur ist es leider absolut schlecht zu erkennen. Von daher werde ich bei diesen Quicktime-Events wahrscheinlich immer mal ein paar Anläufe brauchen. Und F. Und E. Und F. Jetzt auf F rumhammern. Das war knapp. Schon irgendwie. Dafür wirst du jetzt auch geplündert, du blödes Mistvieh. Verdammtes Quicktime-Event auslösendes Mistvieh, du. So. Dann können wir aber mal gucken, was da hinten noch Schönes ist. Hier ging es ja auch noch irgendwie weiter, oder? Hüpf. Na gut, da können wir, glaube ich, im Moment noch nicht weiter. Da fehlt uns noch was dafür. Und wenn wir jetzt eine brennende Fackel gerade haben. Ah, das Ding ist runter. Können wir ja mal fix darüber rennen und das eine Ding noch plündern. Und dann gehen wir zum Lagerfeuer aufsteigen. Wir müssen ja sowieso zu Roth. Wo war denn das nochmal? Aua. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Das hatte ich ja tatsächlich übersehen hier mit dem Geocaching. Na, geh da hoch. Dann vielleicht hier an der Wand. Yep. Das funktioniert schon mal. Hui. Kannst aber schön balancieren. So, genau. Das wollte ich wegbrennen. So. Zack, zack. Und wieder ein paar Teile mehr. So, ab nach unten. Und wir gehen zum Lagerfeuer. Wunderschön. Aber mal gucken, wie es Ross geht. Ist der auch noch da? Ja. Nicht, dass der weggerostet ist. Gut. Flicken wir dich zusammen. Schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu.
Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann erstmal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Okay, jetzt mit der Kletteraxt. Die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Da hinten rumklettern. Ich komme da rauf. Einfach mal dran gehen und dann können wir da hochklettern. Wir hoffen mal, dass unser Mentor hier keinen Roth ansetzt. Ha, ha, ha. Okay, das ging schon mal gut. So, dann können wir jetzt nämlich auch hier hochklettern. Hey, hepp. Dann nochmal nach oben. Wollte ich hier überhaupt hin? Nee, ich wollte hier noch nicht hin. Ich wollte da hinten nochmal hin. Da war ja auch noch eine Felswand. Und damit ihr... Hüpf. Nein. Dummes Kind. Hier war das Flugzeug. Oder war das die Felswand, die ich meinte? Ja, ich glaube fast schon. Nee, Moment, das muss hier irgendwo gewesen sein. Nee, hier war ich noch nicht. Wie man an dem Bergungsgut sieht. Ich habe auch meinen Aufstieg vergessen. Ich hoffe mal, dass wir da oben dann gleich nochmal... Irgendwie habe ich es in letzter Zeit wieder mit Aufstiegen, dass ich die gerne verpeile. So, dann... Okay, spring. Und E. Hier ist ein Tastengefummel, aber das geht. Ach ja. Geheimes Grab in der Nähe. Dann bin ich jetzt da, wo ich eigentlich hin wollte. Nur von der anderen Seite. Dann habe ich mich doch ein wenig vertan. So, ehen wir uns mal hier weiter. Wir hoffen mal, dass es jetzt nicht zu einer Eheschließung kommt. So, ich glaube, es waren aber genug schlechte Wortspiele jetzt für die Folge. Hui. Immer weiter nach oben. Drei Stück. Ja, das Wetter ist hier echt nix. Warum nicht entspannt? Später kriegen wir bestimmt wieder Wrackdienst. Wofür Sie ihn wohl benutzen? Was? Den Funkturm? Ja, er funktioniert noch, oder? Schnappen wir uns den erstmal. Ich versuch's zumindest mal. Ah.
Das war schon mal nix. Oh, wir leben noch. Ja, das hätte man besser machen können. Ich kann auch ahnen, dass die das sieht, wenn wir da hingehen. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. So, nochmal eine Botschaft hier gefunden. Hat sich ja dann doch noch gelohnt, dieser Kampf. Okay, wen haben wir denn noch? Da hatten wir noch ein bisschen was. Das hätte wieder fast ins Auge gehen können. So, gib mir mal dein Zeug bitte. Danke. Da oben ist noch was. Hallo Huhn, was machst du eigentlich hier oben? Bist du hochgeflogen? So, dann haken wir uns mal dir dran, beziehungsweise da können wir uns ja noch normal festhalten. Und dann möchte ich, glaube ich, mal darüber. Und dann... Ach, balancieren wir einfach mal dahin. Und dann da hüpf. Jetzt bräuchte man eine Fackel. Nehmen uns einfach mal die. Brennen das weg. Und ich glaube, da hinten können wir auch noch dran, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, Waffenmodifizierung verfügbar. Ich glaube, wir können genau das hier anzünden. Hätten damit 10 Start und die müssen wir hier überall erleuchten. Na, das kann ja was werden. So, einmal hier festgehangen. Wetter wird auch immer schlechter, muss ich ja sagen. Ups. Ah, es windet. Spring, Lara. Und E. Kindchen, Kindchen, Kindchen. Mach doch nicht solche Sachen. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Okay, wir können hier noch runterrutschen. Hui! Ah, und sind direkt entdeckt worden. Das muss alles nicht sein! Au, wieso... Wechsel mal gerade bitte. Danke. Autsch. Nein!
Oh, war das dein Freund? Es tut mir leid. Nimm mal die Pfeile, danke. Lass dich nochmal blicken. Ja, komm raus. Ja, das mit dem Schießen klappt noch nicht so ganz. Weil ich hau öfter mal wieder daneben. So, können wir uns hier noch ein bisschen Bergungsgut schnappen. So. Und bevor wir dann in die Höhle reingehen, mache ich mal noch eine Folgenpause. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.